Mit einem Schnellboot geht's auf stürmischer See zur malerischen Insel Brampton. Ein Inselparadies, wie man es sich in den Träumen vorstellt. Azurblaues Wasser, goldene Strände, vielfältige Fauna und ein interessantes Tierreich. Thank you.
Brampton Island gehört zur Cumberland-Inselgruppe. In der Nähe von Tonsville befindet sich der kleine, aber sehenswerte Wildpark Billabong. Ein Zoo, wo man die Tiere auch berühren darf. Billabong bedeutet auf Deutsch Wasserloch. Die Koalas fressen ausschließlich Eukalyptusblätter und beschränken sich dabei lediglich auf ein halbes Dutzend der 600 Arten. Die Koalas werden bis 15 Jahre alt und schlafen 18 Stunden an einem Tag. Das Ungewöhnlichste an den Tieren ist, dass sie 3 Finger, 2 Daumen und 5 Zehen besitzen. Thank you.
Die 7,5 Kilometer lange Skyrail führt in 3 Sektionen in das bergige Hinterland von Cairns. Bei der ersten Sektion geht's zu einem kurzen Roundtrip, um die Fauna zu erforschen. Die Gondeln schweben über das Blätterdach des tropischen Regenwaldes. Man sieht, dass das nördliche Queensland neben Stränden und Buchten auch zahlreiche Berge und Täler zu bieten hat. Die Gondeln gleiten über die Schlucht und Wasserfälle des Barron Rivers. Ausstieg bei der zweiten Sektion, um die Barons Falls aus der Nähe zu filmen und fotografieren. Leider sind sie zu einem kläglichen Rinnsal zusammengeschrumpft, aber die Regenzeit naht. Die 600 bis 1000 Meter hoch gelegene Region erhielt ihre topografische Prägung durch heftige vulkanische Aktivitäten. Der Zielort Kuranda, einst ein alternatives Hippiedorf, wird heute von Touristen belagert. Der Bahnhof ist mit Blumen geschmückt,
Farnüberwuchert präsentiert er sich wie ein Gebäude aus dem Märchenland. Zurück fährt man mit dem Bummelzug nach Kärns. Ein kurzer Halt, um die 260 Meter hohen Barenfalls zu bewundern. Die 1884 gebaute 34 Kilometer lange Bahnstrecke mit 15 Tunnels und 39 Brücken war damals eine Meisterleistung der Ingenieure. Leider sieht man bei diesem schlechten Wetter die Inseln des Barrier Reefs nicht. Nach 3/4 Stunden Fahrt kommt man mit dem nostalgischen alten Bummelzug in der Nähe von Kärns an. Mit dem klimatisierten Katamaran geht's zu den Korallenbänken am äußeren Great Barrier Reef.
Da genießt man die tropische Unterwasserwelt trockenen Fußes bei der Fahrt mit dem Unterwasserboot. Leider ist man schon ein wenig enttäuscht. Hier fehlt die Vielfalt der farbigen Fische und Korallen. Aber sicher findet man auf dem 2000 Kilometer langen Riff Plätze, wo es farbige Fische und Korallen gibt. Ein üppiges Mittagsbuffet darf nicht fehlen. Ein kurzer Flug mit dem Helikopter zeigt nur einen kleinen Teil des riesigen langen Barrier Reef mit seinen 700 Inseln.
In der Stadt Darwin mit seinen 90.000 Einwohnern ist der 1891 angelegte Botanische Garten mit vielen Tropenpflanzen sehr sehenswert. Da das Holz früher sehr teuer war, wurden viele Häuser aus Wellblech gebaut. Der bekannteste Nationalpark Australiens, der Kakadu-Park mit 19.000 Quadratkilometer. Das entspricht ein Quadrat von 140 mal 140 Kilometer. Thank you.
Der Aufstieg auf den 110 Meter hohen Hügel lohnt sich. Man wird mit einem herrlichen Ausblick auf die Schwemmebene belohnt. Im Kakadu-Nationalpark befinden sich die ältesten Felsmalereien von Australien. Seit Menschengedenken lebten die Ureinwohner in diesem Gebiet. Entstehungsgeschichten aus der Traumzeit, Abbildungen der alltäglichen Geschehnisse und Ereignisse des Zusammenlebens im Stamm wurden an Felswände gemalt, wo man sie heute noch bewundern kann. Höhlen und Felsüberhänge haben diese Gemälde bis heute von den Einflüssen der Witterung geschützt. Einen Rundflug über den riesigen Kakadu-Nationalpark sollte man nicht verpassen. Eine interessante Bootsfahrt auf dem Yellow Water Billabong, wo die Flora und Fauna gut zu beobachten ist. Alright, I'm just going to run through a couple of quick rules before we get too far underway. First rule is no smoking on board, as we do carry fuel down the back of the boat.
Die Lagune ist ein wahres Vogelparadies mit über 270 Vogel- und 1600 Pflanzenarten. Und mit etwas Glück erspäht man auch die gefährlichen, bis zu 6 Meter langen Salzwasserkrokodile. Sechsundzwanzig Krokodilarten gibt es auf der Erde. Die Tausenden von Magpie-Gänse sind die Hauptnahrung der Ureinwohner.
was sehen wir? Imposant diese riesigen Termitenkathedralen, die es in verschiedenen Größen und Bauformen gibt. Gegen 2000 Termitenarten sind bekannt. Die schmale Seite der Bauten ist immer gegen die Sonne gerichtet. Meistens sind auch Eidechsen in diesen Bauten einquartiert. Da ist natürlich der Tisch immer reichlich gedeckt. Kern dieses wilden Naturschutzgebietes ist die 30 Kilometer lange Katrina-Schlucht, die sich bis 110 Meter tief in das Sandsteinplateau des Arnhemlandes eingegraben hat. In der Regenzeit zwischen Januar und März fallen in diesen Zonen 1 bis 1,20 Meter Regen. In Australien gibt es 2 Arten Krokodile, Salzwasser- und Süßwasserkrokodile. Eigentlich gibt es 13 einzelne Canyons. Zwischen den Canyons müssen allerdings, je nach Wasserstand, einige Abschnitte zu Fuß überwunden werden. Nach einem kurzen Fußmarsch besteigt man das nächste Boot, um die Fahrt fortzusetzen.
Da, wo wir jetzt durchfahren, ist für die Aborigines ein heiliges Gebiet. Die Aborigines würden hier nicht schwimmen, fischen oder picknicken, da in dieser Schlucht die Regenbogenschlange schläft. Hier ist mit 30 Meter die tiefste Wasserstelle. Der Fluss kann bis 6 Meter höher liegen. Auch in diese Höhle kommen im Sommer die Schwalben aus dem Süden von Australien und bauen ihre Nester. In der Regenzeit, wenn das Wasser hoch und die Strömung stark ist, werden die Nester fortgerissen, sodass die Schwalben jedes Jahr wieder neu ihre Nester bauen müssen. Da der Wasserstand nicht hoch genug ist, ist Endstation für die Fahrt und es geht zügig zurück. In der Regenzeit ist die Strömung so stark, dass die Schildkröten und Fische in die Seitenschluchten flüchten, wo das Wasser ruhiger ist und sie von der Strömung nicht mitgerissen werden. Die Steinformationen aus Sandstein und Schluchten fangen schon im Kakadu-Nationalpark an und schlängeln sich 300 Kilometer weit bis hierher.